Dieser Spot ist nach einem der schlimmsten Massenmörder der Menschheitsgeschichte benannt, der Stalin Plaza. Dieser Skatespot befindet sich auf einer Aussichtsplattform im Letner Park in Prag. Der Name Stalin Plaza leitet sich davon ab, da hier früher eine überdimensionale Statue von Josef Stalin stand. Bei seiner Eröffnung 1955, nach knapp 6-jähriger Bauzeit und 2 Jahre nach Stalins Tod, galt sie als die größte Statue Europas. 15 Meter hoch und 22 Meter lang. Der Bildhauer Ottokar Swetsch, der die Statue geschaffen hat, und seine Ehefrau, die ebenfalls an dem Projekt beteiligt war, nahm sich 2 Monate vor der Eröffnung das Leben. Der Bildhauer war von seiner Kreation entsetzt. Außerdem erhielt er von tschechischen Bürgern Drohbriefe und stand unter Beobachtung der Regierung und Geheimpolizei. Als Ende der 50er Jahre die Entstalinisierung einsetzte, wurde die Statue im Jahr 62 gesprengt, um Prag aus dem Schatten des Kommunismus zu befreien. Stalin ist hier seit 50. rokov. Bola tu postavená obrovská socha Stalina, volala sa Fronta na meso. Vlastne potom, jak došli na Stalinové zločiny, tak ju odpalili, zrušili ju a ostal tu pomník. Danach wurde die Fläche bis zur samtenen Revolution im Jahr 1989 nur für Demonstrationen und Militärparaden genutzt. 1990, nachdem Tschechien zu einer Demokratie wurde, wurde in dem Bunker unterhalb dieser Fläche der Piratensender Radio Stalin gegründet, der noch bis heute unter dem Namen Radio 1 sendet. Einige Zeit später öffnete in diesem Bunker auch der erste Rockclub Prags. Das große Metronom wurde hier 1991 aufgestellt, welches von dem Architekten Vratislav Karel Novak entworfen wurde. Es symbolisiert den unerbittlichen Lauf der Zeit und sei eine Warnung zur Erinnerung an die Vergangenheit. Höchstwahrscheinlich zur selben Zeit, also Anfang der 90er, tauchten hier auch die ersten Skater auf. Es kann sein, dass es schon vorher passiert ist, aber zum genauen Zeitpunkt finden sich einfach keine Infos mehr. Die frühesten Skateaufnahmen am Stalin Plaza, die ich finden konnte, stammen aus dem Jahr 1993. Für Skater findet sich hier ein traumhaftes Paradies. Die Fläche des Plazas ist riesig. Einer der größten, wenn nicht sogar der größte Skateplaza auf diesem Planeten. Verteilt auf 2 Ebenen, eine unnormal hohe Anzahl an Curbs und Ledges, mehrere Stufensets, Rails, Manipads und ein wundervoller Marmorboden. Und das Beste, die Stadt hatte nichts dagegen, dass sich die Skater hier aufhielten. Describing Stalin Plaza is not so easy because it's really big, it has so many levels, like everything there you can skate pretty much, you just need a lot of way. Das i-Tüpfelchen ist außerdem, dass man von hier eine wundervolle Aussicht auf Prag hat. Daher wurde hier auch 1996 aus Werbezwecken vorübergehend eine riesige Statue von Michael Jackson aufgestellt für seine Welttournee, die in Prag startete. Als ab Ende der 90er der Internetboom anfing und die ersten Videos der Prager Locals im Netz landeten, stieg auch die Bekanntheit des Stalin Plazas und lockte immer mehr Skater aus aller Welt an. Mit der Zeit wurde der Letner Park zu einem beliebten Naherholungsgebiet in Prag, sodass dieser Platz nicht nur Skater anlockte, sondern auch zu einem beliebten Touristenspot wurde. Unterhalb des Stalin Plazas öffneten sodann Bars und Restaurants und es finden immer wieder verschiedenste Veranstaltungen und Partys statt. Mitte der 2000er gab es aber auch schon die ersten Gerüchte, dass es diesem Platz an den Kragen gehen soll. Es hieß, dass an dieser Stelle ein Museum oder sogar ein Aquarium erbaut werden soll. Die Skate-Community setzte sich schon damals lautstark dafür ein, dass der Platz so erhalten bleiben soll, wie er ist. Am Ende waren die Gerüchte aber nur heiße Luft und vielmehr ein politisches Blabla als ernsthafte Pläne. Auch offizielle Skate-Veranstaltungen fanden am Stalin Plaza statt, die sogar von den Behörden unterstützt wurden. Zum Beispiel der Stalin Skate Jam in den Jahren 2009 und 2014 oder auch die Skate Arcade Tour von Red Bull 2014 und 2017. 2018 wurden von der deutschen Firma Yamato Living Ramps auch einige Obstacles aufgestellt, die von Levi's in Auftrag gegeben wurden. Für die Skate-Community in Prag schien alles perfekt zu laufen. Bis plötzlich am 20. September 2019 der gesamte Platz ohne Vorankündigung abgesperrt wurde und nonstop von der Polizei kontrolliert wurde. We flew into Prague on Thursday, just got to the hotel and a homie was hitting me up like, hey, they closing up the plaza, like go check it out. We staying right in across of the plaza, so we went and they just start putting up the fucking fences in front of our faces. So we just try to fucking sneak in, skate the plaza, whatever. Die Begründung lautete, dass die Fläche einsturzgefährdet sei. Der Bunker, der in den 50er Jahren gebaut wurde, war marode und durch das Dach des Bunkers, welches gleichzeitig die Fläche des Plazas darstellt, gelang Wasser herein. Die Skate-Community war entsetzt, dass einer der besten Skate-Plazas weltweit möglicherweise vor seinem Ende steht. Akce chtějí, aby místo, které aktuálně nechala Praha zavřít kvůli špatnému technickému stavu, nebylo ani po opravě, ani v budoucnu zničeno výstavbou nebo zásadní. Man startete eine Petition und sammelte Unterschriften, um den Platz
als Skatespot zu retten. We did a petition in 2 days, which we count more than 10,000 signatures. Die Skate-Community befürchtete, dass die Einsturzgefahr nur ein vorgeschobener Grund wäre, damit man die Skater los wird und den Platz umgestalten kann. They've been trying like already 12 years ago. They closed it for 2 days or 3 days. And now they're trying again, you know. And we kind of start to fight to keep it like this. Like the developers, they want to make something new here, you know. A little bit more futuristic, you know. Sogar Fresher schaltete sich mit ein und widmete dem Spot eine Plazacation-Folge, um auf diese Umstände aufmerksam zu machen. Aber schon einen Monat später war die Welt wieder in Ordnung. Die Stadt gab bekannt, dass die Fläche sicher ist und aktuell keine Gefahr mehr besteht und gab den Skatern wieder grünes Licht. Es fragt sich nur, wie lange das so bleiben wird, da das Innere des Bunkers dennoch nicht mehr so ganz stabil zu sein scheint. Es wurden zwar Stützen installiert, diese dienen aber nur dazu, um den Verfall etwas zu verlangsamen. Die gute Nachricht ist, dass die Behörden die Skater von diesem Spot nicht vertreiben wollen. 2021 wurden sogar einige Reparaturen durchgeführt, wie zum Beispiel an dieser Treppe hier. Wie die Zukunft hier aber aussehen wird, kann momentan niemand beantworten. Dass in dem Bunker unterhalb des Spots etwas getan werden muss, steht definitiv fest, denn eine Katastrophe will hier niemand erleben. Es stellt sich halt nur die Frage, ob der Skate Plaza dabei unberührt bleibt. Aber solange sich die Skate-Community auch zukünftig für die Erhaltung des Spots einsetzt, stehen die Chancen bestimmt nicht so schlecht. Dass nämlich eine Skate-Community wirklich etwas bewirken kann, hat auch die Geschichte dieses Spots bewiesen.